was auch immer du tun willst, du musst dich zu einem Moment der Freude und Klarheit in dir selbst bringen. In jenem Moment, wofür du dich entscheidest, selbst wenn du stirbst, danach musst du dich richten. Wann immer deine Emotionen hoch und runter gehen, dein Verstand sagt viele Sachen, das ist nicht wichtig. Er sagt eine Sache heute, eine Sache am Morgen, eine Sache am Abend. Er sagt heute eine Sache und morgen eine andere Sache. Das ist nicht von Bedeutung. In einem Moment der Klarheit. Ich sage Freude, denn wenn du glücklich bist, bist du nicht zwanghaft. Wenn du sehr glücklich und klar bist, wenn du zu diesem Zeitpunkt die Dinge betrachtest und siehst, ja, das ist, was für mich sinnvoller ist, mach das einfach, egal ob es sich wie die Hölle anfühlt. Es ist egal, ob du 10 Jahre lang durch die Hölle gehst. Es ist egal, du machst das einfach. Denn dort liegt dein Wohlbefinden. Wenn du dich in verschiedenen Stadien der Zwanghaftigkeit befindest und Entscheidungen triffst, in welche Richtung du gehen sollst, wirst du endlos verloren sein. Es geht nicht darum, was du tust, sondern nur darum, dass du es auf eine unbeirrbare Weise tust. Jeden Tag bist du aus und an, aus und an. Es geschieht nicht. Du bist einfach unbeirrbar. Du bist auf einen Punkt ausgerichtet. Es spielt keine Rolle, was es ist. Wenn du ein Metzger sein willst, sei ein Metzger in einer unbeirrbaren Weise. Es wird sich eröffnen. Nur nicht einen Moment lang schwankend. Was du in einem Moment der Klarheit und Freude beschlossen hast, halte einfach daran fest, ohne auch nur ein bisschen zu schwanken. Niemand kann es dir vorenthalten. Jeden Tag, wenn deine Gedanken und Emotionen in diese und jene Richtung schweifen, du ständig deine Meinung änderst, deine Meinung änderst, deine Meinung änderst, wirst du dich im Kreis bewegen, endlos im Kreis. Denn wer zu oft die Richtung ändert, ist offensichtlich nicht daran interessiert, irgendwo hinzukommen, nicht wahr? Du weißt, dass die Welt rund ist, also ist es egal, in welche Richtung du gehst. Solange du gehst, ohne die Richtung zu ändern, wirst du die Reise machen, nicht wahr? Du wirst die Reise abschließen, nicht wahr? Wenn du deine Richtung änderst, wird es dich in einen endlosen Zustand des Verlorenseins versetzen. State of being lost, always lost. Immer verloren. So. Wenn du also dort sein willst, sei dort, kein Problem. Wenn du hier sein willst, sei hier. Ändere nicht jeden Tag deine Meinung, morgens so, abends anders. Du bist eine Qual für dich und alle um dich herum. Jemand, der ständig seine Meinung ändert, ist eine Qual für sich selbst und für alle um ihn herum, ist es nicht so? In dem, genau jetzt denkst du, morgen früh werde ich mein Yoga machen. Morgen früh, wenn der Dong um 5 Uhr morgens. Ich höre ihn jeden Tag. Ich weiß nicht, wie viele von euch ihn hören. In dem Moment, wo es Dong macht, vielleicht sollten wir eine Trommel schlagen. Dann sagt dein Körper zur Hölle mit diesem Yoga, ich will nur... Es ändert sich ständig. Seine Prioritäten ändern sich und ändern sich und ändern sich. Es gibt eine andere Art zu leben. Where? Bei dir die größten Freuden, die du in deinem Leben gekannt hast, die größten Vergnügungen, die du in deinem Leben gekannt hast, aussehen werden wie, du weißt schon,
aussehen werden wie Ameisenvergnügen. This being is capable of that. Dieses Wesen ist dazu fähig. When it comes to body and mind. Wenn es um Körper und Geist geht, sind wir alle unterschiedlich fähig. Keine zwei Körper sind gleich fähig. Keine zwei Gemüter sind gleich fähig. Aber wenn es um dieses Wesen geht, ist jedes Wesen gleichermaßen fähig, die ganze Existenz in sich selbst zu enthalten. Die Wissenschaftler sagen, dass es sich immer weiter ausdehnt. Wie kann man es fassen? Das ist die ganze Schönheit daran. Das, was endlos ist, das, was ewig ist, das, was grenzenlos ist und das, was sich immer weiter ausdehnt, das kann in diesem Wesen enthalten sein. In dieser Sache sind keine zwei Wesen unterschiedlich fähig. Jedes Wesen ist gleich fähig. Es geschieht nicht, weil du ständig die Richtung änderst. Wo immer du eine kleine Nische findest, die behaglich ist, versuchst du, dich dort niederzulassen. Dieses sogenannte Zivilisiertwerden hat zu einer großen Beeinträchtigung des spirituellen Prozesses geführt. Nicht wesentlich, aber ich möchte das sagen, denn wenn du ein Nomade wärst, du weißt, Nomade bedeutet was? Das bedeutet, dass du nicht verrückt bist. So who is not a nomad? One who is mad. Wer ist also kein Nomade? Einer, der verrückt ist. Einer, der verrückt ist, lässt sich nieder. Niemand, der nicht verrückt ist, sieht weiter und weiter und weiter, lässt sich nirgendwo nieder. In dem Moment, in dem wir aufhören, Nomaden zu sein, geraten wir in einen gewissen Wahn von Sicherheit und Schutz. Ob physisch, psychisch oder emotional, wir sind immer auf der Suche nach dieser Nische, in der wir uns niederlassen und schlafen können. Und wenn du einmal eine Nische gefunden hast, und es zu süß und behaglich wird, dann hast du nicht mehr den Mut, herauszutreten und abermals die Reise zu machen. Wenn also alles, was du suchst, ein Picknick ist, dann ist es in Ordnung. Du weißt, es fühlt sich an wie, wenn du den siebten Hügel erklimmen möchtest, kletterst du eine bestimmte Distanz, bei der deine Knie knirschen werden und dein Atem den Anschein einer, du weißt schon, einer Dampflokomotive hat. Dann siehst du dich um und der Bambus, die schönen Felsen, der Bambus um dich herum und alles ist so wundervoll. Das Tal ist so schön. Was bringt es, noch einen Schritt weiter zu gehen? Das ist wundervoll, das hier ist es. Dein Verstand sagt dir, das hier ist es. Ich stelle nicht die Schönheit des Ortes in Frage. Ich stelle nicht den Genuss in Frage, dort zu sein. Aber jetzt ist dieses Argument aufgekommen, diese neue Ebene der Logik ist in dir aufgekommen. Your lungs are working like a steam engine. Einfach, weil deine Lungen wie eine Dampfmaschine arbeiten und deine Beine knarren wie ein ungeölter Ochsenkarren. So, new logic will come. Eine neue Logik entsteht also. Siehst du, jedes Mal für unterschiedliche Situationen, in die du gerätst, unterschiedliche Zustände von Behagen oder Unbehagen, in die du gerätst, entwickelst du eine neue Logik. Hast du das bei dir bemerkt? Wie gesagt wird, wenn man ein Student ist, ist jeder ein Kommunist. In dem Moment, in dem man aus der Ausbildung kommt und sich einen Job sucht, wird man ein Sozialist.
The moment you get married, you become a capitalist. In dem Moment, in dem man heiratet, wird man ein Kapitalist. Je nach den neuen Umständen, den verschiedenen Ebenen des Behagens oder Unbehagens, werden neue Ebenen der Logik aufkommen. Die Welt ist an einem Punkt angelangt, wo die Maoisten kapitalistisch geworden sind. Das ist es. Das ist es, weißt du? Es passiert also immer wieder. Deswegen, in einem bestimmten Moment der Klarheit und Freude, wenn du dort bist, du betrachtest etwas, was du dann siehst, ist dein Wohlbefinden. Daran hältst du fest. Morgen erscheint es dir wie ein Horror, es spielt keine Rolle, du hältst daran fest. Es fühlt sich wie die Hölle an, du hältst daran fest. Das ist Wohlbefinden. Wenn du ständig wechselst, geschieht nichts.